spring ich an den Schreibtisch um 8 und checke Mails und prüfe, was Corona grad macht. Mir geht's gut, doch lass dich Zahlen an mich ran, dann scheint's nicht mehr lang und ich bin auch bald dran. Also bleib ich zu Haus, mache Homeoffice brav und tue, was ich kann, so senken wir den Graf. Ich hab Corona Blues, Corona Blues. Arbeitsblätter senden, Klassenchat beenden, Corona Blues, Corona Blues. Das ist der digitale Burnout, der absolute Fallout. Sich vernetzen an Arbeitsplätzen kann Schule nicht ersetzen. Corona. Kurz nach 9, ich hab die Arbeitsblätter geschickt, dabei auch gleich die neuesten 20 Mails durchgeklickt. Wofür ich sonst 2 Sätze brauch, tipp ich hier Akkord. Von anderen wiederum vernimmt man hier nicht ein Wort. Das ist ganz schön zäh, also wirklich, also echt. Das tut meinem Unterricht sehr, sehr schlecht. Ich hab Corona Blues, Corona Blues. Arbeitsblätter senden, Klassenchat beenden, Corona Blues. Yeah, Corona Blues. Das ist der digitale Burnout, der absolute Fallout. Sich vernetzen an Arbeitsplätzen kann Schule nicht ersetzen. Corona. So mancher shared jetzt Clouds, Moodle, Lohnet oder Mail. WhatsApp ist tabu, wie kommunizieren wir schnell? Und überhaupt, wie läuft es bei den Schülern zu Hause, die noch keinen PC nutzen? Nehmen wir die davon aus? Die digitale Schule, sie sucht sich selber noch. Statt Videokonferenzen schauen wir in ein Datenloch. Das ist Corona Blues, Corona Blues. Arbeitsblätter senden, Klassenchat beenden, Corona Blues, Corona Blues. Das ist der digitale Burnout, der absolute Fallout. Sich vernetzen an Arbeitsplätzen kann Schule nicht ersetzen. Kann so manches sein in dieser schrägen Zeit. Notbetreuung, Menschen leer, zum Arbeiten bereit. Doch für die meisten fällt sie aus und was man nie gedacht. Sie wird vermisst und das wird auch zum Ausdruck gebracht. Wir wollen alle endlich in das alte Haus zurück. Sing von Freude, sing von Leid, sing von Kummer, sing von Glück. Und jetzt alle, ich hab Corona Blues, Corona Blues. Arbeitsplätze senden, Klassenchat beenden, Corona Blues, Corona. Yeah, das ist der digitale Burnout, der absolute Fallout. Dich vernetzen an Arbeitsplätzen kann Schule nicht ersetzen.